So, in diesem Video machen wir jetzt mit einem konkreten Beispiel für eine Vererbung in Python. Ich habe mir hier bereits was vorbereitet, und zwar die Klasse Mensch habe ich bereits fertig, damit wir hier ein bisschen schneller durchs Video kommen. Ich erkläre es kurz. Ich habe ganz normal eine Klasse Mensch definiert, jetzt ist es vorbei mit den Katzen. Und die Init-Funktion überprüft erstmal, dass Name, Adresse und Alter String, String bzw. ein Integer ist. Die sind auch tatsächlich privat, habe ich sie gemacht, also nach allen Regeln der Kunst. Und ich habe auch bereits diese Basisdatenmethode definiert. Sie schickt einen relativ langweiligen String zurück, der einfach alle diese Name, Adresse und Alter aneinander schachtelt und es als String zurückgibt. Und ich habe einen Menschen erzeugt, das bin ich. Heute fühle ich mich ganz jung, ich fühle mich 23. Und ich habe print_ich Basisdaten gemacht. Wenn ich das jetzt laufen lasse, ist es genau das gleiche, wie wir es bereits kennen. Anna, Bremen, 23. Nichts Besonderes. Jetzt könnte ich natürlich ganz viele Objekte von der Sorte erzeugen. Sollte erstmal bereits klar sein. Wie vererbe ich jetzt? Wie mache ich das jetzt mit dem Studenten? Ich schreibe wieder Class Student, Student. Diesmal mache ich aber nicht sofort Doppelpunkt, sondern in Klammern gebe ich ihm einen Menschen. Auf diese Art und Weise sage ich, der Student erbt jetzt alles, was auch der Mensch kommt. Automatisch. Er hat jetzt dann Name, Adresse, Alter und er hat auch diese Basisdaten als Methode. Alles, was der Mensch konnte, kann jetzt auch der Student, aber er kann eventuell etwas mehr. Muss er nicht, sollte er aber, sonst macht es ja das Ganze überhaupt keinen Sinn. So, was mache ich jetzt damit? Erstens brauche ich dort auch wieder einen Konstruktor. Jetzt wird es ein bisschen interessanter. Wichtig ist, ich brauche, um einen Studenten zu initialisieren, alle Daten, die ein Mensch brauchte, plus die zusätzlichen, die nur der Student hatte. Das heißt, ich brauche Name, Adresse, Alter, Studien. Gang und Semester. Doppelpunkt. So, jetzt habe ich prinzipiell zwei Möglichkeiten. Eine sehr unschöne und eine richtige. Die unschöne wäre, genau wie beim normalen Menschen, wie beim Menschen, könnte ich jetzt die einzelnen Felder hier setzen. Das ist aber riskant. Machen wir nicht. Ich erkläre es auch nicht, wieso. Wir machen es jetzt einfach nicht. Korrekt ist, die Init den Konstruktor von Mensch nicht automatisch, manuell aufzurufen. Das passiert leider nicht automatisch. Das muss man in, so viel ich weiß, eigentlich fast allen Programmiersprachen, muss man das manuell händisch machen. Das ist gar nicht so schwierig, wie man denkt. Man ruft Mensch. Unterstrich, Unterstrich, init. Jetzt darf man ihn auch aufrufen. Man darf ihn nur hier aufrufen, weil der Student tatsächlich von dem Menschen erbt. Sonst kann man es nicht machen. Dazu kommt noch später ein bisschen was. Und jetzt innerhalb von den Klammern muss ich ihm self zurückschicken. Er muss wissen, um welches Objekt es sich handelt. Es darf nicht ein anderes Objekt sein. Und dann schicke ich ihm Name, Adresse und Alter. Das war's. Jetzt bin ich bereit, die zusätzlichen Felder zu initialisieren. Dafür kopiere ich mir ein bisschen erstmal die Asserts hier und ich überprüfe, dass Studiengang ein String ist und Semester ein Int. Und wenn das der Fall ist, dann initialisiere ich Studiengang mit Studiengang. Und Semester mit Semester. Damit bin ich jetzt mit meinem Studenten auch schon bereits fertig. So, jetzt probieren wir doch mal Folgendes. Ich definiere mir einen Studi. Der ist jetzt ein Student. Der heißt Bob. Der wohnt in Hamburg. Und der ist erst 19 Jahre alt. Und ich drucke von diesem Studenten
die Basisdaten. So, das lassen wir jetzt mal laufen. Studien, natürlich. Wir haben jetzt beim Studenten vergessen, oder ich habe es vergessen, die zusätzlichen Felder, die zusätzlichen Parameter noch mit einzugeben. Er war nicht nur 19, sondern natürlich muss er auch was studieren und in welchem Semester. Lassen wir ihn doch Elektrotechnik studieren und im ersten Semester sein. Nochmal. Gut, Anna ist aus Bremen und ist 23, Bob ist aus Hamburg und ist 19. Was sieht man jetzt von der Vererbung? Basisdaten war im Menschen definiert, funktioniert für den Studenten genauso. Der Unterschied ist allerdings, dass diese Basisdaten, die Funktion, die wird zwar korrekt aufgerufen, das ist überhaupt kein Problem, das ist genau diese Vererbung, aber die Basisdaten kennen eben nur Name, Adresse und Alter. Das heißt, es kann auch nicht mehr Information geben. Sonst hat er eben, der Student hat ein bisschen mehr Informationen. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier mir diese zusätzliche Methode definieren möchte, def get semester self return self, wo ist er, der Semester, dann kann ich auch hier schreiben, machen wir es einfach als Ausgabe, studi.getSemester, da ist es, Klammer auf Klammer zu. So, jetzt sieht man, okay, das habe ich davor gemacht, genau, er ist im ersten Semester und danach kommen die Basisdaten. Man sieht klar und deutlich, der Student hat mehr Daten als der Mensch, der ist etwas genauer, der ist etwas konkreter, der ist nicht nur ein Mensch, der ist auch ein Student, aber ein Student ist natürlich ein Mensch. Aber er kann auch die Methoden von dem Menschen nur mitbenutzen, weil er schließlich immer noch ein Mensch ist. Was sieht man hier auch noch was Interessantes? Wir haben gesagt, dieser Init hier funktioniert nur, weil man von dem Menschen auch tatsächlich geerbt hat. Was würde passieren, wenn ich das hier wegnehme? Schauen wir mal. Er sagt verschiedene Sachen, aber unter anderem, er kann das alles nicht. Er sagt, Student hat zum Beispiel keine Basisdaten. Hat er auch nicht, das ist korrekt, kann er auch nicht haben. Er hat nicht davon geerbt. Das heißt, das müssen wir ihm zurückgeben, dass er eben ein Mensch ist.